Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Paper Mario. Ja, bei mir ist das hier ein bisschen länger her, wo ich zuletzt gespielt habe. Ich schreie gerade das ein bisschen sehr laut, als auf den Ohren. Jetzt geht's. Da ich mir zu Anfang immer. Aber ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich muss nochmal gucken. Ach ja. Wir haben ja die Bubus befreit gehabt. Und dann hatten wir den Bosskampf noch in Kruzibot, wo ich dann auch 101 Dalmatiner Bubus geschrieben habe oder gesagt habe. Ja, wir müssen den Sternjuwel wieder wegbringen, ne? Deswegen würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Und die stehen hier auch noch alle rum. Kann ich mit dir auch noch reden? Das ist Pixel, ein kleines Pikachu. Er scheint mit Bubulio befreundet zu sein. Es wäre wirklich schön, wenn Bubus und Pikachu sich anfreunden könnten, oder? Ja, sonst haben wir hier halt nichts mehr, oder? Und viel Erfolg bei der Suche nach den Sternjuwelen. Achso. Okay. Der Erklärbär da vorne. Der uns immer alles erklärt. Aber ja. Dann wollen wir mal zurück, würde ich mal sagen. Zack. Bin ja mal gespannt, ob unterwegs noch irgendwas passiert. Zum Beispiel das. Mario, hast du da nicht gerade eine Mail bekommen? Cool. Mario. Also. Wahrscheinlich machst du dir gerade Sorgen um mich, aber es geht mir gut. Vielmehr mache ich mir Sorgen um dich. Meine Entführer scheinen wie du intensiv nach den Sternjuwelen zu suchen. Ich versuche herauszufinden, was sie planen. Wenn ich etwas erfahre, werde ich dir wieder schreiben. Pass gut auf dich auf, Peach. Es scheint die Prinzessin gut... Kein Moment. Es scheint der Prinzessin gut zu gehen. Freust du dich, Mario? Man merkt, dass meine Stimme noch nicht ganz klar ist. Also noch nicht richtig warm gelaufen ist. Aber kein Wunder. Wenn ich heute dementsprechend noch gar nichts gemacht habe, ist es am Anfang noch ein bisschen schlimmer dann. Ach ja. Hallo. Aha, verarscht. Aha, verarscht. Stein. Tschüss. Ich will zurück. Deswegen kämpfe ich gerade mal nicht. Ach ja. Und später haben wir ja die Röhren, wo wir mitwandern können. Müssen wir ja dann auch nochmal freischalten gleich, ne? Was können wir eigentlich als erstes machen? Okay. Was sind das eigentlich für Löcher da? Naja. Zack. Ach ja. Erstmal wieder mit den Knöpfen klarkommen. Wenn man zwischenzeitlich andere genutzt hat. Wir konnten doch auch jetzt pusten, ne? Wir haben ja zum Beispiel da vorne nämlich noch was. Was haben wir denn da? Eine Tür. Okay. Oh, die Tür ist das also. Verstehe. Ich verstehe. Achso, wir müssen das mal ständig wieder abgeben, ne? Dann können wir was machen. Ach ja, hier kamen wir gar nicht mehr weiter. Stimmt ja. Da war ja was. Aber das Gute ist, die können wir auch später kaputt machen oder so, ne? Oder können wir die beiseite schieben? Nö. Wie konnten wir die denn machen? Mit dem funktioniert das auch nicht, ne? Nö. Okay. Dann müssen wir erstmal hier lang nochmal. Nach oben.
Was ich mich gerade frage, die Bodenplatten, ne? Können wir die auch hochboosten? Na, gucken wir das. Hier vorne war nämlich eine, ne? Ja, hier. Nö, geht nicht, schade. Stell dir vor, ich war am Feuerberg. Und da habe ich den Wunderkompass gefunden. Naja, jedenfalls ein Teil davon. Ein unglaubliches Abenteuer, wirklich. Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Gefahr am Feuerberg. Also, das ist eine lange Geschichte. Ich komme also zum Pudding-Massiv und gehe direkt zum Feuerberg. Der Weg dorthin führt durch einen bedrohlichen Dschungel. Der Dschungel steckte natürlich voller schrecklicher Kreaturen aller Art. Und außerdem, auf dem Weg treffe ich einen Blopper. Sein Name ist übrigens Glom. Glom ist auch auf Reisen und er schließt sich mir spontan an. Glom ist echt wild, bei ihm zu Hause nennen sie ihn die weiße Bombe. Also wir beide kommen jedenfalls am Feuerberg an. Im Krater blubbert dann die Lava und heiß ist es da. Außerdem steckt der Berg voller Fallen, um den Kompass zu schützen. Am schlimmsten ist der Granitgolem, mindestens 30 Meter hoch. Sein einziger Schwachpunkt ist ein roter Fleck auf der Stirn. Und selbst ich konnte mit meinem Sprung nicht so hoch. Aber ich hatte einen Plan und hier kommt Gloms Einsatz. Ich packe Glom also an den Tentakel, ich ziehe und dann schleudere ich Glom genau auf diesen roten Punkt. Und die weiße Bombe trifft genau ins Schwarze. Na gut, ins Rote. Ja, und so geht. Granitgolem dann also zu Boden. Danach war es ganz leicht, in die Schatzkammer zu kommen. Nun, Prinzessin Eclair war natürlich nicht da. Aber immerhin fand ich dort einen Teil des Wunderkompass. Und dieses Teil habe ich dann in den Richtungssockel eingesetzt. Diesmal zeigte die Nadel nach Westen. Und das bedeutet, ich muss nach Ofendorf im Kuchenland. Und mein Weg dorthin, der führt genau über Rohlingen. So, jetzt weißt du auch mal, welche Abenteuer ich erlebe, wenn du weg bist. Soll ich noch etwas erzählen? Das war's. Sprich mich einfach an, wenn ich dir von meinen Abenteuern berichten soll. Ich bin Glom. Diese Bohnenstange erzählt nichts als Lügen. Als er mich gerade werfen wollte, ist er gestolpert und hat mich mitten in die Lava geschmissen. Dank ihm bin ich also schokoladenbraun geröstet worden. Meine schneeweiße Haut ist total versaut. Das werde ich ihm nie verzeihen. Meine Rache wird furchtbar sein. Nur deshalb bleibe ich noch eine Weile bei ihm. Jetzt hat mich schon gewundert, warum er nicht mehr so weiß ist. Das hat mich echt gewundert. Ja. Ja. Unten hatten wir noch irgendwo so Booster oder so eine Wände, wo wir durchboosten konnten, ne? War hier irgendwas? Nö, ne? Klapp. Ups. Ich will die da. Die Kakerlake. Geh doch. Kann ich den hier wegpusten? Nö. Bevor ich beim Professor reingehe, wie gesagt, bringe ich die einmal kurz weg. Oder den einmal kurz weg. Na, komischerweise müssen wir ja erstmal da lang. Wann kriegen wir die denn eigentlich kaputt hier? Diese Löcher da. Dafür werden wir wahrscheinlich auch noch irgendjemanden haben, der das machen kann, oder? Genauso wie das hier. Das ist nicht mit ihnen, oder? Ach, das geht da durch? Okay. Okay. Das bringt halt uns noch nichts. Ups. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ha, 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 wow.
Wie gesagt, ich muss mal gucken, ob wir irgendwo noch Sachen haben. Okay. Blablablablab. Wo ging es hier lang? Achso. Ach, das ist das Ding hier gewesen. Ich hätte doch den Weg nehmen können, ne? Ups. Naja. Naja, naja. Wie sollen wir das eigentlich machen? So kriegen wir das immer noch nicht hin. Dafür brauchen wir bestimmt irgendwas Spezielles dann. Aber von hier aus sind wir gekommen, ne? Genau, das war nämlich der Weg. Da, 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 da. Hier war noch was. Okay. Herzlein P. KP des Partners regeneriert sich langsam und pro Zug unterschiedlich stark. Okay, wir haben das einmal von Mario und einmal von dem. Okay. Also ich laufe gerade nur noch falsch, deswegen. Bin auch falsch gelaufen. Deswegen. Aber dafür haben wir jetzt nochmal das geholt. Dann passt das eigentlich. So wirklich falsch war es dann auch nicht. Ich habe halt nur den Weg vergessen. Ist ein bisschen zu lange her. So ein bisschen. Wo kamen wir hier nochmal? Ach ja, da hinten. Stimmt ja. Stimmt ja. Und hier war doch jemand, oder? Genau. Mit der waren wir nämlich auch schon. Ich sag ja, ich weiß das nicht mehr. Das ist ein bisschen zu lange her. Ups. Autsch. Ich glaube, ich bin runtergefallen. Darum sieht es auch aus, ob man da lang kommt, oder? Sonst wäre das ja nicht so hoch, dass man da hoch könnte. Das geht also hier. Ach ja. Was soll's? Stampfattacke, Multisprung. Ach, ich bin so dumm, ne? Ich bin ja so dumm. Mach mal Hurricane. Und dafür, dass ich es vergessen habe, habe ich es nicht verkackt. Tschüss. Aber weggepustet. Ein Stern dafür. Ups. Sehr viel, das wir bekommen haben. Sehr viel sogar. Nicht. Mal rüberfliegen, bitte. Zack. Ich muss halt wirklich... Was ist das hier eigentlich? Hier drüben ging das nur darüber. Und das andere Dorf. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich nochmal den Stern wegzubringen? Habe ich vollkommen vergessen. Wo war denn der Weg? Da war ich schon drin eben. Hier hinten haben wir das Ding. Wo waren das nochmal? War das nicht doch hier? Wie gesagt, ich hab's total vergessen. Da unten war ich doch gerade drin.
Das war ja, ging ja vorher auch halt nicht. Ein bisschen. Warte mal, da oben ging es so lang, oder? Ich bin gerade ein bisschen sehr Banane. Warum auch immer. Wo ging es hier? Achso, hier war das. Genau, beim Fliegen. Wir mussten ja darüber fliegen. Weil ich noch. Weil das kriegen wir bestimmt noch als Fähigkeit dann. Würde ich vermuten. Dass wir halt. Wenn wir da hochkommen oder so und diese kaputt kriegen. Diesmal will ich was anderes gucken, bevor ich darauf gehe. Noink. Das wollte ich beim letzten Mal schon machen und dann haben wir den abgegeben und dann sind wir wieder oben gelandet. Okay. Boink. Boink. Eine Insignie. Zack. Und mehr ist ja hier nicht. Das war's. War hier noch irgendwas? Warte mal, wir. Doch, wir sind da oben reingegangen, oder? Moment. Ich muss mal nochmal gucken. Ich muss da nochmal gucken. Nee. Flupp. Sind wir hier überhaupt lang gegangen? Nö. Was zur Hölle ist das denn? Ich speichere mal kurz. Tiefste Etage 0. Vorsicht, nicht hineingehen. Röhre ins Innerste der Erde. Eingang zu den Duellkerkern. Die Orden Erstangriff und Straßenfeger haben hier keine Wirkung. Erstangriff und Straßenfeger, was? Ich geh gucken. Ich schau mal, was das ist. Ich guck mal, Erstangriff erfolgreich. Das hat halt eine andere Farbe, ne? Der hat halt eine andere Farbe. Das ist eh weg, oder? Nee, doch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Leben der hat. Autsch. Autsch. Scanner. Dann gucken wir mal, was das ist für einer. Das ist Glumba. Glummas sind fiese Gumbas, die in düsteren Tunneln leben. Maximale KP 7, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Sie sehen zwar aus wie normale Gumbas, aber du solltest sie nicht unterschätzen. Wegen der ungesunden Gesichtsfarbe, das ist normal, mach dir mal keine Gedanken. Sorge lieber dafür, dass du diese Viecher nicht schnell erledigt hast. Okay. Ja. Nun beide weg. Duellkammer heißt das, wir immer Gegner für Gegner besiegen und dann kommt man Raum immer weiter. Oder wie ist das? Also vermute ich jetzt mal. Das vermute ich mal. Dunkelkerker, erstes Untergeschoss. Okay. Die Springer.
Untergeschoss 2. Was ist das? Der wollte mich gerade angreifen, ey. Wir machen mal Erdbeben, ne? Zack. Oh. Okay. Gut. Und tschüss. Ich muss das wieder aufladen. Wir kriegen nur einen Stern dafür. Weil die so einfach sind, oder wie? Oder wo dran liegt das? Warte mal, laden wir mal wieder auf. Nö. Okay. So, da füllt er auf, ne? Ne, das ist 5 KP. KP, KP, KP. Oh. Ich glaube, bevor wir nicht besiegt werden, landen wir auch nicht wieder oben, oder? Na, gucken wir einfach mal erstmal. Wir schauen einmal. Hab dich. Boink. Oh, der war weg. Paralyse. Müsste ich mal später ausprobieren. Ich muss das mal die wieder aufladen. Ups. Toll, ich hasse es. Wenn ich das auch treffe, ne? Viel Stück. Besser als gar nichts. Machen wir das nochmal. Zack. Und tschüss. Weg sind sie. Abschlussbonus. Ja, wir kriegen halt immer nur einen, ne? Immer wieder nur einen. Na, ah, gehen wir mal weiter. Ups. So. Hab dich. Der dachte das eben. Und tschüss. Da waren sie auch weg. So ein bisschen wieder. Also ging es wieder sehr schnell eben. Passt ja. Das geht halt momentan noch nicht schnell, ne? Viertes Untergeschoss. Wie weit geht denn das runter? Und es wird auf jeden Fall noch schwerer, das ist klar. Das ist klar. Toll. War zu schnell, das kleine Vieh. Und tschüss. Na, weg waren sie. Einmal alle weggegrillt. So wie sich's gehört. Schon wieder 24 Minuten, ey. Schon wieder so ein bisschen, ne? Von der Zeit her. Ich hoffe, dass man mich auch ganz gut versteht, weil ich mein Mikro eben anders reingepackt habe. Weil ich mich ein bisschen anders hingesetzt habe. Ein bisschen bequemer. Ich treffe aber nicht immer. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich dich. Flupp. Und tschüss. Oder auch nicht. Und tschüss. Also momentan ist das leicht.
Okay, ein Herz, ein Leben bekommen. Verstehe. Okay. Ja. Ich bin der Verschicker und ich kann ein paar Abkürzungen durch die Kerker. Für eine Handvoll Münzen kann ich euch verschicken. Ist das ein Angebot? Zu fünf Etagen tiefer? Okay, was ist das hier eigentlich? Ah, so kommst du direkt. Ich will aber gerade nicht weitermachen. Wie geht's zum Eingang? Du musst wieder im ersten Untergeschoss beginnen, wenn du jetzt zum Eingang zurück willst. Willst du das wirklich? Ja. Wir gucken uns das später nochmal genauer an. Gut, und jetzt Augen zu. Meine Abkürzungen müssen leider absolut geheim bleiben. Okay. Ich glaube, Leute, die das nicht abkönnen, denen wird voll schlecht dabei, oder? Hm, aber gar nicht so schlecht, sowas. Ich kann das hier einmal machen. Ups. Ups. Und mal komplett voll machen alles. Außer halt mit der Sternpower, aber das ist ja in Ordnung. Dann machen wir mal hier weiter. Das, was wir sowieso machen wollten eigentlich. Mario, jetzt das Sternjuwel. Fünf Stück noch. Man überlegt es gerade erst das zweite, ne? Okay, eine fliegende Insel oder was ist das? Müssen wir mal schauen. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Das muss der Ort sein, an dem das nächste Sternjuwel zu finden ist. Sieht aus, als wäre es über den Wolken. Was soll das wohl bedeuten? Unter uns schlummert also die Ruine einer von langer, langer Zeit zerstörten Stadt. Und die vereinte Kraft der Sternjuwel hält das Tor seither versiegelt. Um dieses Siegel zu erbrechen, braucht man wieder die Kraft der Sternjuwelen. Aber ich verstehe nicht, warum der legendäre Schatz versiegelt wurde. Wollte man ihn vielleicht vor Dieben schützen? Nein, das muss geschehen, weil, weiß nicht. Aber Professor Gumbart, entschuldigt. Ich weiß nur, dass die Versiegelung des Schatzes und der Untergang der Stadt etwa gleichzeitig stattgefunden haben müssen. Aber mir ist unklar, warum die Stadt untergegangen ist. Die Quellen sprechen nur von einer Verfinsterung des Himmels und großem Unglück. Es bedarf weiterer Forschung, um mehr darüber herauszufinden. Ach so, aber auf der Karte wurde eingezeichnet, wo sich das nächste Sternjuwel befindet. Vermutlich ist dies ein Verweis auf die Stadt in den Wolken, Falkenheim. Es gibt dort eine große Arena, in der erbitterte Wettkämpfe stattfinden. Auf den ersten Blick wirkt die Stadt wie ein netter Vergnügungspark. Aber hinter den Kulissen wetten die Reichen auf die Köpfe der Kämpfer. Eine Stadt in den Wolken? Aber wie kann man dort hineingelangen?
Ein Luftschiff verkehrt mehrmals täglich zwischen Rolling und Falkenheim. Allerdings ist das problematisch, ein Ticket dafür zu bekommen. Man kann es nicht einfach auf normalen Weg kaufen. Können wir denn irgendwie ein Ticket bekommen? Nun ja. Im Westen lebt Alpalmone. Vielleicht kann der ja etwas für euch tun. Westen ist das Gebiet westlich von Rolling Marktplatz. Dort herrscht der Boss der örtlichen Mafia, ein gewisser Alpalmon. Alpalmon, ja klar. Man sagt, er würde gelegentlich nach Falkenheim fliegen. Wir sollten also diesen Alpalmon einmal besuchen? Das wäre gut, aber Alpalmon ist ein allerseits gefürchteter Mafia-Boss. Außerdem lässt er sich so gut wie nie in der Öffentlichkeit blicken. Es wird also schwierig sein, ihn zu treffen. Wisst ihr, was ich mich so frage? Mich würde es nicht wundern, wenn das einfach eine Maus ist. Was haben wir denn? Du findest Infos zum Thema Husi-Horde auf der Rückseite des Papiers. Diese Infos werden in deinem Lexikon gespeichert. Okay. Habe ich nur zufällig eben da drin gefunden. Cupador. Alles klar. Mario, Cupio, bei euch soweit alles klar? Schon praktisch, dieses Gerät, mit dem man jetzt Briefe verstecken kann. Ich hole Wasser am Brunnen, pflücke Blumen und poliere mein Panzer. Das Leben, das ich früher so öde fand, ist doch nicht so schlecht wie immer. Wie ich immer dachte, Cupio, du wirst dieses Dorf bestimmt auch noch mehr mögen, wenn du von deiner Reise zurückkehrst. Wohin geht eure Reise als nächstes? Cupio, sieh dir die Welt an und werde ein reifer Cooper. Ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Cupador. So ein Dad. Deswegen hat er sich gerade gemeldet. Aber gut, ich würde sagen, bevor wir weitermachen, werde ich hier erstmal Feier machen für heute. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Paper Mario und die Legende vom Äonentor. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.